Ja, herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play überhaupt. Ich werde heute Napoleon Total War spielen. Und zwar im Einzelspieler eine der Kampagnen in einem der fünf großen Nationen. Und ich habe kurz überlegt, welches Land ich mir da aussuche. Und ich habe mich dann letzten Endes für Großbritannien entschieden. Warum? Dazu werden wir im Laufe des Spiels, des Let's Plays noch des Öfteren zu sprechen kommen. Hat verschiedene Gründe, aber es macht einfach sehr viel Spaß. Und ich benutze das auch so ein bisschen als Einstimmung auf das Jahr 2013. Denn Napoleon Total War ist erstens eins der besten Total Wars meiner Meinung nach. Ich habe das seit 2010 gespielt. Es ist ja im Februar 2010 erschienen. Und 2013, wie viele ja wissen, soll Rome 2 Total War rauskommen, erscheinen. Und das werde ich sicherlich auch an dem einen oder anderen Abend zu mir führen, das Spiel. Und deswegen zur Einstimmung schon mal Napoleon Total War. Gut, wir fangen einfach mal an. Die Schwierigkeit in der Kampagne wird schwer sein. Und die Gefechtsschwierigkeit normal. Wir werden nicht so viele Gefechte spielen, aber wenn, dann soll es ausgeglichen sein. Und wir werden den historischen Spielmodus wählen. Okay, hier noch ein schönes Bild. Napoleon und seine gottlosen Revolutionäre haben keinen Respekt vor dem Status quo. Sie wollen unbedingt das Kräfteverhältnis auf dem europäischen Festland verändern. Das wehrlose Ligurien wurde bereits von Frankreich annektiert und solches Vorgehen kann nicht toleriert werden. Deshalb ist Großbritannien mit Österreich und Russland ein Bündnis eingegangen, um gegen die Ambitionen Frankreichs auf dem Festland vorzugehen. Schweden, Portugal und die kleinen italienischen Staaten haben ihre Hilfe bei diesem Kampf zwar zugesagt, aber die drei großen Mächte müssen die Hauptlast dieses Kampfes gegen die revolutionäre Bedrohung tragen. Während Österreich und Russland sich Napoleon auf den Schlachtfeldern in Bayern stellen, ist es ihre Aufgabe, seine Marine in Schach zu halten. Admiral Villeneuves Flotte muss von der königlichen Marine abgefangen werden, damit die französischen Truppen nicht an die britische Küste gelangen können. Sorgen Sie außerdem dafür, dass alle französischen Häfen mit Blockaden versehen sind. Und helfen Sie dann Ihrem langjährigen Verbündeten Portugal, ins besetzte Spanien einzudringen und eine zweite Front zu eröffnen, damit die Macht von Napoleons Armeen geteilt wird. Ja, das war das Briefing, das bei jeder Nation am Anfang ja immer kommt. Also, Großbritannien spielt sich etwas anders als die meisten anderen Länder. Denn Großbritannien ist, wie man ja auch heute noch weiß, eine Seemacht immer gewesen. Und deswegen werden wir zwar auch an Land kämpfen, aber wir werden ganz, ganz viele Seekämpfe erleben. Wir werden viel mit der Flotte arbeiten, sowohl mit der Handelsflotte als auch mit der militärischen. Und wir werden viele Häfen blockieren, der Franzosen und der Spanier. Ja, ich fange jetzt erstmal an. Wir haben ein üppiges Startguthaben, 7000 Goldstücke. Und bevor ich anfange, irgendwelche Sachen zu bauen oder Truppen auszubilden, würde ich kurz mein Vorgehen erläutern. Also, England spielt man am besten, indem man sich das Geld, anders als die anderen Länder, nicht aus seinen Städten durch Steuereinnahmen holt, sondern aus der Handelsflotte. Man kann als Großbritannien praktisch fast alle diese Dinger hier besetzen, diese Handelspunkte, insbesondere Elfenbein. Und Gewürze sind da sehr, sehr lukrativ, aber auch die anderen bringen ordentlich Kohle. Zu diesem Zweck werden wir gleich am Anfang viele Handelshäfen bauen und gleich Handelsschiffe auch schon ausbilden. Die bringen echt viel Kohle. Und das wird dazu führen, dass wir ungefähr nach 10 Runden schon und dann im Rest des Spiels praktisch unaufhaltbar die mit Abstand reichste Nation sind. Das ist der große Vorteil Großbritanniens. Das Geld brauchen wir allerdings auch, denn so eine Flotte und eine Armee ist verdammt teuer. Und nebenbei müssen wir auch noch forschen und Wissenschaft betreiben. Also das Geld brauchen wir auch. Ja, ich fange jetzt aber mal an mit unserer Regierung. Ob man da irgendeinen Minister auswechseln kann. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob man. Genau, also dieser Kriegsminister ist nicht der Beste. Ich.
Er setzt ihn einfach mal und na gut, es tut sich erwartungsgemäß nichts. Manchmal hat man Glück und dann kommt da einer ran, der dann irgendwie eine bestimmte Fähigkeit hat. Bei anderen Staaten kann man pro Runde so viele Minister auswechseln, wie man will, auch zwischen den Ministerien hin und her schieben, die einzelnen Minister. Bei Großbritannien geht das nicht, denn Großbritannien ist bedauerlicherweise eine Demokratie. Hat aber auch, wie man hier sieht, riesen Vorteil. Die Leute sind nämlich zufrieden und wir können uns richtig viel Kohle für die Stadt, Stadtwache sparen. Null kostet uns die. Apropos Kosten, nur 639 Goldstücke pro Runde ist ein bisschen wenig und deswegen wollen wir mal das ein bisschen aufbessern durch Handelseinnahmen. Mit etwas Glück können wir auch noch die ein oder andere Technologie abgreifen. Mal sehen. Ha! Hat geklappt. Sehr schön. Russland, auch ein Verbündeter, mit dem müssen wir sowieso handeln. Ich denke, dass 1000 Goldstücke nicht zu viel verlangt sind, oder? Ist es auch nicht. Sehr schön. Das Osmanische Reich. Mit dem sollten wir uns besser nicht verbünden. Auch wenn wir tolle Beziehungen zu denen haben. Denn die werden gleich Russland und Österreich angreifen. Oder umgekehrt. Aber Geld verdienen kann man mit denen wohl. Und handeln. Oh, daneben nicht. So, haben wir noch Mecklenburg. Und Portugal, da haben wir natürlich fantastische Beziehungen zu. Man kann rechnen so auf diesem Schwierigkeitslevel pro Technologie so ungefähr 250 bis 300 Goldstücke. Und das ist auch nicht schlecht. Moment. Und manchmal auch weniger. Kommt drauf an. Bei den Technologien, den späteren Ebenen, also so die, die man erst ab, was weiß ich, irgendwelchen ganz tollen Gebäuden erforschen kann, kann man auch mal 3.000 bis 4.000 pro Technologie verlangen, aber da sind wir noch nicht. Ach ja, komm, dann leck dich doch. So. Jetzt haben wir 8.900 Goldstücke. Und wir fangen an mit dem eigentlichen Spiel. So. Achso. Lass den mal schnell laufen, dann geht's schneller. So. Forschung. Lass mal das ausbauen. Ja, das ist ein kleiner Nachteil für Großbritannien. Als Brite hat man zwar einige Technologien am Anfang, aber man hat eben nur als einzige Nation nur ein Bildungszentrum von Anfang an. Man sollte eigentlich mindestens 4 haben. 2 weitere sind ganz nah dran, das ist kein Problem. Die holen wir uns auch gleich in Holland und Belgien. Aber das 4. das wird ein Akt. Entweder nach Dänemark, da ist eins, Sachsen oder Süddeutschland oder Norditalien. Aber das ist weit weg und das sind natürlich die Franzosen. Wir können es auch in Spanien machen, aber das ist sehr weit weg und aufwendig. Deswegen werden wir uns wohl erstmal mit den 3 begnügen. Und das Schöne ist, da England so viel Geld durch die Flotte gewinnt, durch die Handelsflotte, ist es auch nicht so wichtig, diese technologischen, diese zivilen und industriellen Forschungen zu machen. Es ist wichtig, dass wir militärisch weiterkommen. Das ist der wichtige Strang. Obwohl man sagen muss, dass die wichtigsten Truppen Englands schon früh verfügbar sind, nämlich die Infanterie, die leichte Infanterie und die leichte Kavallerie. So. Wir fangen an in Gibraltar. Das müssen wir auf jeden Fall halten. So, jetzt kommt die erste kleine Kniff. Viele, die ich kenne, bauen hier eine Werft. Das ist aber falsch, meiner Meinung nach. Denn Gibraltar ist ganz nah dran an einigen sehr lukrativen Handelsposten. Hier Elfenbein, Tee, Zucker, das ist ganz, ganz nah dran. Und hier auch nochmal Gewürze und Kaffee gleich. Und nochmal Elfenbein. Deswegen hier lieber einen Handelshafen hin. Und auch gleich die eine Miliz, die wir haben, da rein. Hier bauen wir derzeit eine Garnison und ja, wir müssen einfach hoffen, dass Gibraltar spät angegriffen wird. Werden wir da Truppen ausbilden und eine Garnison bauen. Die anderen Sachen, ich hatte es bereits erwähnt, wir werden eine Flotte brauchen, die vor allem aus Handelsschiffen besteht. Deswegen bauen wir überall Handelshäfen.
Und wir sollten, das habe ich auch gesagt, gleich in der ersten Runde eigentlich schon mal Schiffe rekrutieren. Also bauen. Deswegen werde ich mal kurz versuchen, ein bisschen Geld zu bekommen. Einen Moment. Ne, also verschleudern tue ich es auch nicht. Oldenburg. Damit werden wir später auch ein Bündnis eingehen. Da ich in Oldenburg lebe, oder zumindest in der Provinz Oldenburg, ich bin Ostfriese, ist natürlich das auch immer ein bisschen kommt vom Herzen her, diese Entscheidung, mit Oldenburg mich zu verbinden. Das sage ich ganz klar. Aber dazu später mehr. So. Sachsen vielleicht noch? Jetzt wissen können. Ich wette für 550 machen sie es. Dann eben nicht. Schweden. Oh, komm, wenigstens in Schweden. Wir haben noch so gute Beziehungen. Ah. Gut, dann muss ich mich eben damit begnügen. Und baue eben nur zwei Handelsschiffe. Gut, und zu guter Letzt wollen wir noch die Flotte und Armee bewegen. Wir haben hier den, den wir gleich mal da reinstecken. Den brauchen wir nämlich. Wir wollen nämlich gleich in der zweiten Runde schon angreifen. Wellington hat eine gute Armee. Ich bin zwar kein Mega-Freund von Fußartillerie jeglicher Art. Wir werden später auf Britenartillerie setzen, dazu gleich mehr. Aber die Infanterie, auch dazu später mehr, ist einfach genial. Und in England steht auch noch mehr, in London. Noch einmal Dragoner und Linieninfanterie zweimal. Michael Stowell ist ein guter General. Die 600 brauchen wir nicht. Das kostet nur Geld. Und in Schottland. Dafür geht genau das gleiche. Auch ein guter General. Ja, obwohl keine Truppen drin sind, beide Bevölkerungsklassen zufrieden. Das ist echt geil. Und das sieht man hier, Regierungsform. Bei beiden plus eins. Weil wir eben so eine Halbdemokratie, Halbmonarchie sind, finden das beide. Also Adel und Normalbevölkerung. Irgendwie ganz cool. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Müsst ihr immer machen. In jedem Hafen, egal ob Werft oder Handelshafen, muss immer irgendein Trupp rein. Ob es Milizen sind oder Artillerie, völlig egal. Denn ansonsten kann es euch passieren, dass, feindliche Schiffe da reinfahren und den Hafen zerstören. Und damit auch zum Beispiel Schiffe, die teuren Schiffe, die zurzeit gebaut werden, sofort weg sind. Weil die kaputt gehen. Und Handelsrouten werden auch unterbrochen. Und deswegen ist es wichtig, dass da ein Trupp drin ist, weil dann kommen die feindlichen Schiffe da nicht rein. Das nur so als kleiner Hinweis, für die, die es noch nicht wussten. Ich lade jetzt meine gesamte Armee da rein. Und, ja, attackiere Holland erstmal. Und dann laden wir sie hier im Hafen aus. Ist doch praktisch. Und schicken die gleich nach Amsterdam. Und die Flotte kommt auch wieder raus. Und die schicken wir dann irgendwo hier hin. Hier ist noch eine zweite kleine. Die schicken wir gleich... Ah, die schicken wir nach Westen. Denn hier... Auf diesem Punkt sitzt ein spanisches Schiff. Das muss da weg, damit wir den Punkt natürlich bekommen. Am besten kapern wir das, ist nämlich ein Handelsschiff. Und hier gehen wir ebenfalls fett auf die Route drauf.